Hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Fortnite. Bekämpfe den Sturm, Level 34. Das ist die Mission, die ich jetzt spielen will. Grund sind. Ah, schon wieder die reinen Regentropfen. Ich hasse es. Ja, aber meine Regentropfen sind so langsam zu Ende gegangen und ich muss jetzt tatsächlich ein paar Missionen spielen, wo es Regentropfen als Belohnung gibt, weil ich sie brauche, ganz dringend. Das heißt, ich ignoriere jetzt mal meine derzeitigen Aufträge, wobei ich natürlich noch zwei tägliche Aufträge habe, wenn ich mich recht entsinne, Gartenzwerge und Teddybären. Da kann man ja auch in einer Industriepark-Umgebung mal das eine oder andere manchmal finden. Atlas bedeutet auch, man braucht ein paar Ressourcen, die ich glaube ich auch nicht wirklich habe. Ich glaube, mein Inventar ist ziemlich leer. Werden wir aber gleich sehen. Das heißt, ich muss auch nebenbei natürlich noch ein paar Ressourcen sammeln. Also da bin ich mir recht sicher, dass ich das muss. Von daher. Du kennst die Übung. Ja. Cool bleiben, nicht draufgehen, Wolken kalt machen. Und ich brauche alles. Von daher einfach mal draufgeklopft. Wir haben ja auch Zeit. Es ist ja nicht so, dass wir auf der Flucht wären. Noch sind wir alleine. Ich hoffe, das ändert sich noch. Ansonsten kriegen wir das wahrscheinlich auch alleine hin. Also, wir können alles gebrauchen, dann machen wir auch alles kaputt. Hier findet man häufiger mal Schrauben, wenn man diese Apparaturen hier zerlegt. Und Schrauben und Muttern brauche ich dringend, weil meine Munition echt so langsam alle geht. Ihr seht's, nicht mehr viel. Ich hätte mich nicht angegriffen, aber wenn sie es halt tun, was soll ich machen? Ah, da steht eine Lektion, die nehmen wir natürlich freudig mit. Das sieht so aus, als hätten wir hier im Keller unter Umständen etwas, was wir gebrauchen können. Also entweder ist es Feuerwehr oder es ist. Autsch. Nein. Gartenzwerg. Doppelsprung! Nee, ich will keinen Doppelsprung, ich will den Gartenzwerg. Meine Güte. Ziel noch nicht gefunden. Das andere scheint noch tiefer zu sein. Dann gehen wir mal gucken. Da muss es da ja noch einen Keller geben. Ach, ein Teddybären. Ziel erfasst. Platziere den Atlas auf dem Ziel, wenn du soweit bist. Ziel erfasst, das heißt, es ist noch ein weiterer Spieler hinzugekommen. Geht's denn raus hier? Nach Bonus Herausforderung jetzt verfügbar. Mehr. Und da ist der Platz. So, dann bearbeiten wir mal hier die Gegend ein bisschen. Da muss ein Bluglo bisschen in den Atlas aufgeräumt werden. Und Bluglo haben wir auch noch keins. Das brauchen wir ja auch noch. Aber
räumen wir erstmal leer. Könnte ja was zulegen. Fallen zum Beispiel, die kann man gut gebrauchen. So, da haben wir ein bisschen ein Upgrade gemacht, was dem Atlas Verteidigung nicht schaden wird. Und mein Inventar ist natürlich dadurch wieder ein bisschen leerer geworden. Aber das ist ja kein Problem. Im Industriepark findet man eigentlich immer genug Metall. Aber nebenbei brauchen wir auch noch Blut da oben. Da war jetzt keins, das sah nur so aus, aber hier gibt es Schrauben. Hatte ich nicht erwähnt, dass ich fast keine Munition mehr habe. Da rege ich die Produktion meiner Munition ein bisschen an. Ja, und es sieht schon wieder besser aus. Knapp 1000 Schuss. Das ist zwar noch nicht so viel, wie ich gerne hätte, aber... Dann gehen wir mal rein, vielleicht... Es ist auf dem Dach. Was bedeutet, es müssen Raketen sein. Und Schrauben und Muttern, wir brauchen sie. Also, im Übrigen immer wieder ein Tipp, den man nicht wirklich vernachlässigen darf. Schrauben und Muttern gibt es meistens aus diesen Dingen, die auch irgendwie zusammengeschraubt oder sein könnten. Also, es gibt irgendwelche technischen Apparaturen. Sie kommen in unsere Richtung. Der Sturm randaliert. Haben die den Atlas schon losgelassen? Stirb endlich! Das ist eine Saugheber-Mission. Also, wie ich schon sagte, aus diesen Dingern. Oh. Kein Imitator, sondern tatsächlich Gold. Erkennt man ja meistens, bewegt sich diese Kiste dann und zuckt mal, weil es Imitator ist. Jo, Schwierigkeit erhöhen ist okay. Richtige Wetterwarnung bereit. Das ist genug, Fluglauf. Bau jetzt Verteidigung um den Atlas auf und aktiviere ihn, sobald du bereit bist. So, dann gehen wir gleich mal nach dem Atlas gucken.
ein bisschen Munition, das schadet auf keinen Fall. Halte dich für eine wichtige Wetterwarnung bereit. Ah, die wollte ich eigentlich erst durchsuchen. Naja, gut. Eine Sekunde. Beutelama ist bereit. Ja, ein Beutelama. Das ist natürlich auch das, was letztlich gerade ich wird gleich losgehen. So langsam finden sich die Spieler ein. Bis dann. Kugeln. So, ich würde ja ganz gerne noch ein paar Fallen aufbauen. Und zwar von denen. Dann müssen wir sie natürlich vorher bauen. Da fällt sie nicht unter. Also tatsächlich. Das passt ganz gut. Sagen, bauen wir hier noch eine hin. Ach so, erstmal wieder eine Wand. Ja, das passt. Und hier noch eine. Tut mir leid. So, und dann würde ich sagen, sammeln wir noch Ressourcen, solange es nicht losgeht. Hoppla. Ein Haufen Metall aus diesem riesen Berg. Das ist gut so. Da ist auch noch ein Blue Gold. Ich weiß zwar nicht, ob wir das wirklich noch brauchen. Höchstens um die Schwierigkeit nochmal zu erhöhen. So, da hat noch jemand den Schwierigkeitsgrad erhöht. Das ist schön. Da kommt wenigstens auch was rum bei. Wobei, das erste Mal erhöhen ist das Wichtige. Danach kommt nicht wesentlich mehr an Tickets raus. Und Tickets gibt es ja tatsächlich nur, wenn man die Schwierigkeit erhöht. Sonst gibt es überhaupt keine Tickets mehr. Also es ist ganz wichtig, dass man es tut, wenn man Tickets haben möchte. Okay.
guten Tag, das Begattenzwerg. Gartenzwerg hatte ich schon lange nicht mehr als Daily, muss ich sagen. Ich bin echt erstaunt, dass ich die mal wieder kriege. In letzter Zeit hatte ich sehr häufig Missionen machen oder Hüllen ausrotten als mögliches Szenario. Jo, da könnten sie tatsächlich entlanglaufen. Und dann auch hier runter. Wunderbar. Sieht gut aus. Eigentlich lassen. Sturmschildverteidigung gemacht. Die habe ich leider vergessen aufzunehmen. Ich wollte sie eigentlich aufnehmen, habe es aber dann tatsächlich einfach verschwitzt. Und ich muss mein Sturmschild jetzt natürlich auch wieder in Ordnung bringen. Da sind dann doch die ein oder anderen Schäden, gibt es ja immer. Und da muss ich mal auch tatsächlich wieder Ressourcen sammeln und sie dann auch in meiner Basis unterbringen. Munition! Das heißt, da ist ein bisschen was zu tun. Ein paar Fallen müssen erneuert werden. Hier und da müssen die Wände aktualisiert werden. Und man muss natürlich auch an die nächste Erweiterung denken. Also es ist dann erstmal ist es V6 als nächstes. Das heißt also auch da muss ich natürlich dann an den nächsten Schwung denken. Und natürlich möchte man es ganz gerne mit Metall machen, soweit möglich. Also das heißt, es ist immer super, wenn man aus einer Mission rausgeht und die 999 Metall hat. Was sage ich denn Holzanhänger? Da könnt ihr auch Holz raus. Kommt tatsächlich Holz raus. Das finde ich jetzt mal sehr cool. Es kommt also tatsächlich Holz raus. So, dann fragen wir mal nach, ob es losgehen könnte.
die da noch Fallen bauen wollen. Ich habe jetzt nichts mehr da. Könnte natürlich noch welche bauen. Aktivierung in 5 Sekunden. Du schaffst es, Kommandant. Verschwinde! Erwischt! Tag, schön. Ja, da geht's weiter. Munteres Hüllen vernichten. Und wir haben ihn. Ja, sieht ganz gut aus, klappt hervorragend. Sehr gut, die Leute wissen, worauf es ankommt. Und schließen die entsprechenden Gegner auch zuerst ab. Ups, warum bin ich jetzt unter der Treppe gelandet? War wohl wahrscheinlich einfach futsch. Ja, wenn man durch das Ding durchguckt. So, locker vernichtet. Und gleich mit den nächsten weitermachen. Und weiter geht es. Den munteren Willen vernichten. Die Festung ist in Gefahr.
Hoppla. Der nächste Lobber. Niemand will dich hier, Zermalmer. Dann schauen wir mal, ob wir den Zermalmer aufhalten, bevor er an die Festung rankommt. Es sieht ziemlich gut aus. Und dann müssen wir aber gleich wieder runter auf Bäume. Ich wünschte, ich könnte. Da, ich werde ihn doch noch treffen. Ups. Eigentlich wollte ich springen, ne? Habe ich dabei wohl völlig vergessen, dass ich auch tun muss. Nur noch 30 Sekunden! Kommst du nicht. Gut gemacht, Kommandant. Ja, das haben wir sehr gut hingekriegt. Ein paar Mal erhöht, was aber für das Team hier auch tatsächlich keine Herausforderung war. Also super Sache. Sehr fein gemacht. Freut mich, dass das so gut geklappt hat. Manchmal gibt's da mächtig Drama. Hab nen Bär und so weiter. Okay. Was auch immer er da gesunken hat. Wollen wir es wirklich wissen? Oder sind wir froh, dass wir es nicht wissen? Eine Frage unter vielen. Ja, also, das war eigentlich eine Mission Level 34, die aber auf 40 erhöht wurde. Das macht sich natürlich dann auch in der Belohnung ein wenig bemerkbar, die wir uns gleich anschauen werden. Vor allem Regentropfen, Regentropfen, Regentropfen. Ihr wisst, ihr kennt das Leid. Jeder, der Fortnite Rette die Welt spielt, weiß, was es bedeutet, wenn man Regentropfen sagt. Eine Level 5 Truhe. Zuerst mal. Ja, und das sind sie. 8 Regentropfen, das ist schon mal super. Dann gab es, oh, Formfrohe Nacht haben wir auch mal wieder abgeschlossen. Gibt 100 Saisongold. Teddybären habe ich auch erledigt. Sehr schön. Gibt 50 V-Bucks und 100 tägliche Münzen.
Und die Schwierigkeitserhöhung bringt nochmal Saisongold und die Böller-Tickets, die man schließlich braucht, und zwar 1000 für ein entsprechendes Lama. Also, ging gut, hat Spaß gemacht, war erfolgreich. So kann es weitergehen. Bis dahin, euer Kubaner. Ciao.